Nach Donald Trumps Ankündigung eines möglichen US-Militärschlags auf Ziele in Syrien hat Verteidigungsminister James Mattis den Kongress vor den Folgen eines solchen Schlages gewarnt. Das sagte Mattis am Donnerstag vor dem zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses. Wir haben strategische Bedenken. Natürlich würden wir alles Menschenmögliche tun, um zivile Opfer zu vermeiden. Wir versuchen ja gerade, die Tötung unschuldiger Menschen zu beenden. Aber es stellt sich die Frage, wie wir dann eine Eskalation der Lage werden abwenden können. Auch Trumps Sprecherin Sarah Sanders äußerte sich zurückhaltend. Wir bleiben dabei, dass es unterschiedliche Optionen gibt, die alle weiterhin auf dem Tisch liegen. Es seien noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen, so Sanders. Auch Frankreich und Großbritannien wägen ab. Am Donnerstagabend sprach Trump mit Staatspräsident Emmanuel Macron und Premierministerin Theresa May. Die hatte zuvor die Unterstützung ihres Kabinetts für ein Eingreifen bekommen. Die drei Regierungschefs vereinbarten, sich vor einem möglichen Schlag abzusprechen.